Guten Morgen, wir haben Dienstag, den 30.07.2019 und wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, haben da eine Stromleitung, das wissen wir und ja, wir haben hier gut geschlafen, hat noch ewig gedauert, bis wir einschlafen konnten eigentlich, weil Klärchen, die da jetzt kommt, die war ganz schön doll gestern noch und naja, ist halt so. Sind halt ein Camper ohne Klimaanlage und trotzdem kann man schlafen. Jetzt werden wir frühstücken und dann sind wir mal gespannt, wo es heute hingeht. Wir haben hier in der Nähe wo so einen schönen Wasserfall. Mal gucken, ob der überhaupt da ist, ob das stimmt und ob das Wetter mitspielt. Es soll nämlich nachher regnen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Frisch geduscht, gefrühstückt, alles hinter uns gelassen und hui! Auf einmal zog das hier zu. Es fängt an zu winden, wie sonst was. Wahnsinn. Ja, das heißt für uns... ganz schneller Wetterumschlag. Genau. Das heißt für uns, wir verlassen diesen Platz jetzt. Wir wollen Richtung Geiranger. 10 Stunden Autofahrt angeblich, also dauert es wohl. Wir werden natürlich nur die Hälfte fahren und dann in der Mitte irgendwo einen Halt machen. Ja, es gibt ja immer irgendwo mal Plätze, also das ist ja kein Problem hier. Genau. Und jetzt gucken wir noch, ob wir Glück haben, denn da hinten soll ja noch was mit Wasser sein. Wir schauen uns an, ob wir es sehen können, wenn nicht. Aber ich vermute, Drohne werde ich da leider nicht in die Luft jagen. Nee, Drohne nicht. Aber vielleicht hat man ja so noch was für die Kamera, ne? Genau. Wir schauen uns das mal an. Alles klar. Von daher, bis dann. Bis dann. Uns wollen wir ja nicht filmen, sondern diesen Ausblick. Und da hinten ist noch so schön, dass da die Sonne so versucht durchzuscheinen. Und zwar da in der Ecke. Das sieht einfach Hammer echt aus. Cool. Trotz des komischen Wetters, aber Wahnsinn. Und wir sind, glaube ich, jetzt 2 Minuten gefahren. Ja, lange nicht. Und haben sofort das gesehen. Also, wenn das so weitergeht, brauchen wir 10 Stunden, um allein zu unserem Schlafplatz zu kommen. Das glaube ich auch. Man kann ja an jeder Ecke anhalten hier in Norwegen. Es ist ja wirklich traumhaft schön. Genau. Und das wollten wir auf jeden Fall kurz mal aufzeichnen. Weil wir haben noch oben gesagt, ja, es hat alles was vom Harz, ne? Sieht alles so harzähnlich aus. Das hier jetzt nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Jetzt können wir sagen, wir sind in Norwegen. Aber die Pflanzen sind wie im Harz. Also das muss ich schon sagen. Es gibt hier diese lilanen Pflanzen, die sind genauso wie im Harz. Lupinen haben wir im Harz. Also das sind die ganzen Gewächse, die auch im Harz auf jeden Fall zu finden sind. Ja. Einfach schön. So, aber ich denke mal, wir werden weiter. Wir fahren jetzt weiter. Sagen, man ist am Meer. So dolle ist das, sind die Wellen, wenn man sich die mal anschaut. Sehr, sehr schön. Dabei ist das nur ein größerer See. Das ist ein Bergsee. Genau. Wir werden euch den Namen mal einblenden, weil wir wissen es gerade wieder mal nicht. Aber das werden wir auch gleich eruieren. Ja. Sehr schön. Da eine Hütte zur anderen Seite. Da hat man es doch hier schon schön, wenn da nicht die Wellen so dolle sind und der Wind nicht so, kann man schon schöne Tage hier erleben. Aber das ist doch Hammer hier. Wahnsinn. Und der Beweis hier,
Wir sind hier. Hier in Norwegen, ja. Unfassbar. Wahnsinn. Man kann's ja nicht glauben. Also, heftig. Schön. Sehr, sehr schön schon. Ja. Und ich glaube, es wird noch spektakulärer. Das glaube ich auch. Wenn das uns schon erfreut, wie soll denn der Rest sein? Dann wird der Rest erst recht schön. So, alles klärchen. Wir fahren jetzt gleich weiter. Genau, das hat er gesagt, also machen wir das. Aber weiter. Man sollte auch auf die Aufnahme gehen und nicht auf Foto, dann bringt das mehr. So, wir machen gerade ein Stöppchen. Ne? Wir sind hier an einem See, das blenden wir euch hier ein. Und ja, da waren wir gerade einkaufen bei Spar. Haben wir sage und schreibe 45 Euro dafür ausgegeben, aber das wussten wir alles, ja. Und dann haben wir hier jetzt einen See, den zeigen wir mal dann. Ne? Und der hat wohl so 22 Grad laut Stefans Meinung, also man könnte baden gehen, er will aber nicht baden gehen. Er lässt jetzt über die Drohne steigen und ich drehe mich jetzt nochmal, weil es ist doch echt genial hier. Also hier kann man sich schon gut gehen lassen. So, wir haben wieder was entdeckt. Also hier gibt es ja echt an jeder Ecke was zu sehen und was, ja, man kommt aus dem Gucken und Staunen gar nicht mehr heraus. Man schafft auch keine Kilometer mehr, weil man sich andauernd anhält. Ich sehe gerade da oben, ist noch einer. Ich weiß nicht, ob man das gleich sehen kann, da. Nee, man kann das ja mal ranholen. Da ist noch so einer. Du kannst hier recht wandern gehen. Kannst dir hier diese atemberaubende Landschaft anschauen. Ja, wir sind mitten an der Straße, sieht man jetzt gleich. Fahren die LKWs. Und da hinten, was weiß ist, das ist Schnee. Das ist Schnee. Wir können es da oben auch nochmal zeigen. Das geht ein bisschen näher. So. Da ist auf jeden Fall Schnee. Und wir sind natürlich auch an einem See. Du hast hier alles gleich auf Eck. Ja, wir sind circa auf knapp 1000 Meter. Wir sind ein bisschen weiter drunter jetzt, also weiter oben waren es 1000. Und ja, wie gesagt, Hammer das Bild. Und ja. Da hinten die Sonne, wie sie da noch versucht durchzustrahlen, also sehr, sehr, sehr schön. Da hinten, ne? Hallo. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und cold.
Ja, kalt ist es durch den Wind. Aber das wussten wir ja, dass wir keine Hitzereise machen, sondern eher eine Kältereise. Genau. Wir haben auch noch kurze Hose an, also das heißt, die werden wir demnächst dann auch nochmal umwechseln. Wobei mir am eher oben kalt ist und nicht unten rum. Dafür gibt es ja eine Jacke. Genau. So, wir fahren erstmal weiter. Leute, Weltuntergang. Aber schon eine ganze Weile. In Norwegen. Hammer, 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 Hammer. Aber wir sind im Trockenen. Jo. Wir hatten gerade Motorradfahrer. Hagel anscheinend. Ja, Hagel auch noch. Aber wir hatten gerade Motorradfahrer vor uns, die taten mir, oder erst hinter uns, dann vor uns, die taten mir schon ein bisschen leid. Ja. Weil bei dem Wetter, ui, 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 ui. Und wir sind jetzt auf der 13 Richtung Odda. Richtung Hardangerfjord. Ich gehe davon aus, dass wir ihn nicht wirklich uns anschauen können. Da gehe ich auch von aus. Im Moment sieht das sehr, sehr nass aus. Und hagelig. Ja. Und hier kommt aus allen Ecken Wasser, also... Seht ihr jetzt nur, dass da nicht voll ist? Ihr hört es auch. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ihr uns hört. Wow. So, ich mache erstmal das wieder aus, weil... Hui, 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 hui. Leute, Leute, was wir hier nicht so sehen, ich mache mal die Kamera ein bisschen nach da, einen wunderbaren Gletscher und einfach nur heavy. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sehen kann, aber wir machen auf jeden Fall Fotos, zur Not blenden wir es auch nochmal ein. Da seht ihr ihn. Objektivwechsel, mal das ranholen mit dem Teleobjektiv. Ja. Und in den Bergen. Rummelt's ganz schön. Wir haben auch einen Blitz schon gesehen gehabt, haben gesagt, uiuiuiui. Und ich glaube, mein Schwein pfeift, ich muss mal wohin gehen. Vor uns der erste Fjord. Stimmt gar nicht, der zweite Fjord. Wir waren ja schon im Oslofjord. Jo. Aber der erste, den wir dann auf unserer Reise jetzt.
Ja, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, wie man sieht. Ein Auto. Noch ein Auto. Schöne Steine. Es kommen nicht so viele Autos, aber dafür kommen da Busse oder ein Bus zum Da kommt Bus. Ein einziger Bus und da sind die Spitzkehren so. Und weil das so ist, warten wir hier unten, wobei wir werden jetzt gleich losstarten, weil er ist jetzt in der letzten Spitzkehre. Ja. Wir haben einen wunderschönen Wasserfall, den haben wir gerade genossen. Genau. Und falls man das jetzt nicht so gut sieht, wir können uns das nochmal einblenden. Wir haben ein schönes Foto gemacht. Das sieht man. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt auch loslegen, weil jetzt kommt er. Dann mal los. Dann hast du ein Auto noch von hinten. Hallo zusammen! Hoch zu Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Auf Hammer! 935 Meter irgendwo in Norwegen. Wo genau? Das. Irgendwo blenden wir es da ein. Genau, zeigen wir euch dann das, was einblenden. Wir wollen euch mal unseren Schlafplatz vorstellen. Sehr, sehr schön. Dazu drehe ich mal die Kamera. So, fangen wir da oben an. Dazu haben wir da ganz oben, also da hinten, da sind dann noch Schafe, die ihre Glocken umhaben sozusagen, damit sie besser gefunden werden. Ich kann auch die Kühe davor sehen, aber das Schwarze da sind Kühe. Hier ist natürlich der Bus. Wir sind nicht ganz alleine, wie man sieht. Es gibt da hinten noch einen zweiten Camper. Auch ein Bus. Ist auch ein VW-Bus. Aber so insgesamt, super Landschaft. Und wir haben noch Schnee, genau geradezu. Zack, genau. Man darf auch nicht vergessen, unseren eigenen Privatfluss. So ein kleines Gewässerchen hier. Was noch hier über diesen Weg rüber geht und dann runter in diesen See. Überall schöne Häuser. Ja, einfach wunderschön, würde ich sagen. Genau, das sage ich auch. Und jetzt werden wir erstmal Essen machen. Genau. Ja, schönen guten Abend. Wir sind jetzt, wir haben jetzt gegessen, wir haben abgewaschen. Wir haben Bilder und Videos gesichert. Insgesamt für diese 6 Tage sind es jetzt 56 GB. Das ist schon eine ganze Menge, was da zusammengekommen ist. Wir werden jetzt noch ein bisschen den Abend genießen. Das heißt, wir werden noch einen Film gucken auf jeden Fall. Und natürlich diese bombastisch geile Aussicht genießen. Also egal, wohin man guckt, es ist überall schön, es regnet zwar und es soll auch bis morgen regnen, aber nichtsdestotrotz kann man ja die Landschaft so auch noch erkennen und auch noch genießen. Ein bisschen Besuch haben wir auch noch bekommen, sind noch 2 dazu gekommen, dafür ist dieser Bus, der vorne am Wasser stand, weggefahren. Nun ja, also zumindest werden wir wohl zu dritt hier übernachten, also alles gut. Und ja, da mir jetzt nichts weiter bleibt, würde ich jetzt sagen, eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin!